Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Escapes Are You Wookie? Heute mit dem Charakter wieder. Den habe ich ein bisschen kalibriert, in der Hoffnung, dass er jetzt nicht die ganze Zeit... Was? Hat er das gemacht? Er hat schon wieder die Mäuse getötet. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Finde ich super. Witzig ist, ich musste mich wegen der Kamera ein bisschen hochschrauben mit dem Stuhl. Fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen alles merkwürdig an. Wer ist denn das in der unteren Bildschirmecke? VTuber? Hab ich gestern mit reingepackt, weil dieses Spiel das Mikrofon aufnimmt. Das heißt, ich muss die ganze Zeit still sein. Und damit ihr jetzt keinen Stummfilm seht, habe ich den Charakter mit reingebracht gestern noch, damit ihr wenigstens meine Gesichtsausdrücke sehen könnt. Nicht mehr. Macht sie gerade nicht? Irgendwie nicht. Gut. Klappt also gerade nicht. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Macht sie noch. Und gestern war die Gute noch ein bisschen dekalibriert. Deswegen habe ich mich jetzt die ganze Zeit dran gesetzt den Tag und habe versucht, sie so ein bisschen besser zu kalibrieren. Aber ich glaube, ich habe den einen oder anderen Fehler noch drin. Ihr müsst nämlich euch das so vorstellen. Ich habe verschiedene Emotes. Emotionen, die ich nachmachen muss, neutral, lachen, traurig sein, böse sein und sowas. Und da muss ich mein Gesicht für einige Minuten aufnehmen. Und wenn ihr die ganze Zeit dieses macht und in jede einzelne Richtung schaut, glaubt mir Leute, ihr fangt dann an zu sappern. Ich habe überlegt, ob ich das einfach durchziehe und einfach die Sapper laufen lasse oder ganz schnell auf Stopp drücke. Aber stehe, danke, ihr habt das gestern nicht mehr mitbekommen. Sieht aber gut aus und man hätte ja gedenken können, so siehst du in... naja, es ist so an, als Anime-Charakter renne ich nicht gerade rum, ne? Aber von den Haaren her, von den Locken, ja. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut bei diesem Spiel. Sabber, und brauchst du mehr Seitstangen? Knapper mal Chips, Helia. Das werdet ihr nicht mitbekommen. Wartet. Kann sein, dass ich jetzt den Mund aufreiße, weil ich das nicht kalibriert habe. Nee, ich konnte es noch verstecken. Es tut mir leid wegen der Tüte. Und das Vieh rennt gerade die ganze Zeit unten rum. Und wenn ich was trinke, das habe ich kalibriert, dass sie... Gut, da schreit sie trotzdem. Also die ein oder andere Macke habe ich noch drin. Vergiss die großen Augen nicht bei Rotkäppchen. Ja, habe ich bei dem Charakter nicht drin. Der Charakter stärkt nicht die Zunge raus. Nein. Aber man kann es so einstellen oder programmieren mit diesem Charakter nicht. Da müsste ich einen komplett eigenen machen. Sagen wir es mal so, sollte ich irgendwann einen neuen PC haben und der ein bisschen mehr Leistung hat, dass ich das hier ganz locker nebenbei laufen lassen kann, glaube ich, werde ich mir dann so einen Charakter erstellen lassen. Oder selbst erstellen, wie nachdem. Und hi Güni, habe ich das gerade gesagt? Nee, ne? Läuft.
So, aber ihr müsst sagen, ob die gute, wenn ich irgendwo mal hingucke, keine Grimasse macht. Ich glaube, das läuft schon. Gut. So, das heißt, ich muss jetzt wieder den Mund halten. Und los geht's. Ich weiß, wo ich als nächstes hin muss. Holzband zum Beispiel. Aber hey, mit dem Charakter seht ihr, wie oft ich eigentlich zum Chat schaue, ne? Hele, hattest du umgestellt? Ja, wir spielen jetzt auf richtig, richtig, richtig Hardcore. So richtig Hardcore. Wenn ihr Augenklappe hättet, was? Was würdet ihr nicht sehen? Ach so. Ist die Tür zu? Oh Gott, Alter. Warum ist die Tür zu? What is this place? How can anyone even live here? Nichts machen. Husten. Muss ich mich schon wieder die ganze Zeit räuspern? Läuft. Thank you.
Nein, die eine Tür ist zu. Ich habe alle Türen zugemacht. Oder ich soll alle Türen zumachen. Ich glaube, ich muss alles zumachen. So, die machen wir zu. Dann mache ich die zu. Habe ich gar nicht aufgepasst, aber schön, dass es hier eine Toilette gibt. Ich habe gerade kein Stückchen aufgepasst. Gut, ich habe jetzt einen Schlüssel bekommen. Keine Ahnung, wofür ich den Schlüssel brauche. Ich überlege gerade, ob ich was ausprobiere. What the hell was that? Renn? Natürlich brennt die ganze Hütte. Sollte die Klappe halten. So, he was saying without an equal substitution, my eternal youth wouldn't be sustained. What I'm saying is that sacrifices must be made. But it's not just a single sacrifice. It would have to be a regular effect. I know you're not really taking this whole thing seriously, are you? You don't think your eternal life is worth the lives of others? What I'm saying is I'd do whatever it takes to stay this way. Wartet mal kurz, so. Komm ich denn hier jetzt raus?
Komisch ist, dass die Bude noch nicht abgefackelt ist. Ich habe jetzt irgendeinen grünen Schlüssel. Müsste man eigentlich ausprobieren, ob er mich, wenn ich mich verstecke, die Nase wie Michael Jackson, habe ich gerade nicht drauf geachtet. Da ist der Schrei. Schön, dass ihr euch darüber freut. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen mehr Lichte machen. Da kommt der einfach rein, ey. Die Nuss. Gut, ich sollte in Raum nicht quatschen. Ich glaube, das ist gleich suboptimal. Ich will mal kurz was gucken. La 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 la. Hallo. Oh, Wenzel Saints. Echo. Hallo. Michael. Hallo. Bist du da? Put put. Ist mein Mikrofon eingestellt? Glaube schon, ne? Gut, er scheint mich auf easy, ich hätte es wirklich auf normal stellen müssen, oder den Tisch nicht anzugreifen, oder der hat gerade einfach nur This looks familiar. I feel like I've been here before. Am I going in circles? Hallo? Michael? Maike. Michael. Jetzt hat er reagiert. Ich teste mal kurz. Michael! Oh, when the Saints go marching in. Oh, when the Saints go. Hallo! Put. Juhu! Hallo!
Ja, Shaky Body. Hat er mich jetzt eigentlich nur gehört, weil er mich gesehen hat? Gestern hat er besser reagiert. Mikrofon. Hi. Was geht? Hörst du mich? Hör mich. Hör mich. Hallo? SOS. Ich laufe hier und singe und heiße auch noch Inge. Inge? Inge? Hallo? Ingeborg? Ingeborg? Hallo? Michael? Putt, putt. Nee, der hört mich nicht. Gestern hat er besser reagiert, ne? Michael? Hallo? Was geht? Servus? Oh Gott. Oh, das wird knapp. Nee, der reagiert gerade nicht. Huhu, Inge, hallo. Nee. Der reagiert gerade tatsächlich nicht. Hab ich das Gefühl. Hallo. Michael, komm zurück. Michael, 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 Michael. Hallo Inge, ich habe hier eine Klinge. Oh, jetzt wird gereimt. Hallo. Hallo. Ich kapier's gerade nicht. Warum schrei ich jetzt? Hallo? Der hat gestern besser reagiert. Wartet mal, ich muss das Spiel mal kurz neu starten. Exit. Und dann glaube ich, muss ich mal kurz das Licht anmachen. Ich sitze hier nämlich ein bisschen im Dunkeln, deswegen kann die Kamera mich wahrscheinlich nicht gut erkennen. Glaube ich jedenfalls. Ich mach mal kurz. Weg! Hallo? Läuft wunderbar. Oh. Au, was war das? Noch nie. Das Problem ist das große Licht. Eigentlich immer ganz an. Oh. Ach, einen kleinen Augenblick. Ja. So. Jetzt lass mal kurz das Spiel hier ausmachen. Yes. Auch sein, dass ich mit dem Stuhl wieder bis nach. Leute, es geht gleich spannend weiter. Ein Augenblick. Oh. Ah. So. Wenn ihr jetzt gerade sehen würdet, was der Charakter für komische Bewegungen macht, wäre das gerade echt witzig. So. Ich muss es per Hand machen. Hallo. Da bin ich wieder. So. Dann lasst mal kurz gucken. Warum habe ich die ganze Zeit die Augen zu? Mach die Augen auf. So. Ich mache jetzt einfach mal das Spiel wieder an.
In der Hoffnung, dass das Spiel das Mikrofon. Wie das aussieht. Gut. Ich mach mal wieder zurück. Und fang nochmal von vorne an. So, auf Neues. Was? Und ja, Helia, du hast was? Und ja, du hast recht. Helia, es bleibt spannend. Was? Ach. Ach, hier vorne gleich. Ich schlafe bei dem Spiel. So. Mr. Carlin called again today. Third time, it's even for lunch. Der blöde Stand im Spiel, alles klar. Sie macht schon wieder Grimassen. Mit verbundenen Augen das Spiel. Ich weiß gerade nicht, warum sie so ein Problem hat, die Augen aufzuhalten. Ich bin müde. Also was ich glaube, dass es vielleicht wirklich an der Dunkelheit gerade liegt. Lass mich mal kurz überlegen. Ich denn noch eine Taschenlampe? Wartet mal. Mal die Taschenlampe her. Ach! Leute, es liegt wirklich am Licht, ne? Wenn ihr wüsstet, was ich hier gerade mache. Ich scheine mir gerade mit einer Taschenlampe einfach voll ins Gesicht. Ah, schön. Ah, ja. Kamera ist bestimmt auf den Monitor. Yep. Ja, mir bleibt keine andere Möglichkeit, sonst würde die Kamera direkt in der Mitte des Monitors sein. Und im Großen und Ganzen ist das Problem, es ist zu dunkel. Er kann mich gerade nicht tracken. Elim, ich guck mal kurz, ob ich irgendeine Lampe finde. Ich mache mal kurz hier eine Pause. Deswegen bekommt ihr mal kurz das Pausenbild. Und ich werde
Mai schnell auf die Suche gehen nach einer Taschenlampe. Lampe. Ihr wisst Bescheid. Bis gleich. Da bin ich wieder.
Ich hoffe, die zwei Teelichter reichen aus. Ah. Gut. Ich hoffe, wie gesagt, das bringt jetzt was. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich... Gestern hat es funktioniert, komischerweise, mit dem Licht. Jetzt strahlt mir meine Lampe so richtig schön ins Gesicht, nur von der Seite. Deswegen kann es sein, dass es jetzt noch nicht so richtig perfekt ist. Ich glaube, sie ist zum Nachbarn zum Licht gegangen. Ja, gut. Dann weiß ich Bescheid, dann muss ich das nur noch ein bisschen ummodeln und schauen, wie ich das mache mit dem Licht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist das Einzige. Aber ich glaube, ich bin jetzt wieder ein bisschen wacher, ne? Vom Charakter her. Wisst ihr, was ich dann auch gleich mache? Ich werde mal mein Bildschirm umsortieren. Weil jedes Mal, wenn ich auf euch gucke, gucke ich automatisch nach unten, ganz traurig. So. Gut. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Und schauen mal, ob das Mikrofon jetzt funktioniert. Und voll die Leuchte. Gut. Lasst uns mal kurz testen, ob Klein Michael... Maike. Hallo. Ich habe nichts anderes umgestellt. Ja, guten Morgen. Gisela, mein Name. Hallo. Ich bin hier unten. Hihi. Hier unten. Der reagiert nicht deutlich. Ich weiß nicht, was... Oder? Voll die Leuchte, aber nicht die hellste. Alles klar, Multi. Du solltest ganz schnell rennen. Aber wirklich ganz schnell rennen. So richtig schnell. Habe ich irgendwas umgestellt? Oh! Mensch, Leute. Die Musik läuft doch noch. Vielleicht bin ich zu weit weg vom Mikrofon. Zu weit weg. Ich habe keine Ahnung. Mein Auge zuckt gerade. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Warum? Oder es soll so sein? Das ist ja so hell hier. Hell? Ah! Hi! Ich muss so lauter reden! Glaub ich. Ich glaube, ich muss lauter reden, aber dann kommen die Nachbarn und wollen mich töten. Aber gestern war das so empfindlich. Hallo, Michael. Hallo, hier. Hallo, Michael. Der hat doch gerade drauf... Ah, leck mich doch, Alter. Ich spiele jetzt, einfach weiter hier. Ach. Sorry, da habt ihr es wieder. Ja, wenn man nach einer Lampe sucht. Dann vergisst man die Hälfte. He did it. He really did it. Who would have guessed his mother?
Schlüssel. Wie soll ich denn da rankommen? Achso, ja, ich kann ja springen. Ich kann ja springen. Mr. Carlin called again today. Third time, it's even before lunch. First I knew him in his mad ramblings. Hallo. Michael! Ist doof. Warum spiele ich das Spiel? Jetzt los. Was ist denn jetzt los? Boah, hast du nicht gemacht. Kommst du hier nicht rein? Kumpel, ich habe keine Taschenlampe hier. Kumpel, ich würde gerne auch mal weitermachen, ne? Oh, hier zu, Asche tot. Jetzt zuckt sich immer noch ein ab da vorne. Hallo? Hallo? Denen geht's absolut gar nicht gut. Ich glaube, ich muss hier noch eine Runde warten. Ich weiß, wie gesagt, jetzt gerade nicht, warum das mit dem Mikrofon nicht funktioniert. Gestern hat es wesentlich besser funktioniert, ne? Ich werde da einfach eine LED-Leiste vor mir hin klatschen am Bildschirm, dann habe ich immer Licht. Er geht ja überhaupt nicht mehr. Hallo? Michael? Ist der Spielstand vielleicht kaputt? Was willst denn du jetzt? Wollen wir reden? Michael? LED oder ein Rundlicht für Streamer, ja. Okay, ist ja irgendwie klar, dass die Kamera Licht braucht, um das Gesicht zu sehen. Aber gestern hat es ja irgendwie funktioniert. Oh fuck. Hi. Leute, soll ich einen neuen Spielstand anfangen? Ich habe irgendwie das Gefühl...
habe irgendwie das Gefühl, dass, wie gesagt, hier irgendwas nicht hinhaut. Gestern hat er wesentlich besser reagiert. Oder vielleicht sollte ich einfach mal die Klappe halten. Hängen geblieben. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Das hat er reagiert. Da hat er reagiert? Oder auf was reagiert er denn? Auf die Ratte da hinten oder wie? Ich bin jetzt einfach mal still. Die Multi für die 100 Bits. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Mikrofon nicht direkt mehr vor Mond ist. So wie gestern. Mond. Hast du Mond? Das glaube ich ja weniger. Ich hab's geschafft! Ich hab gewonnen! Gut zu wissen. Ja, Mond. Da war mein Mikrofon davor. Chapter 2. Chapter 2. The Glimpse of Hope. Hat er das auch noch erzählt? Laufe hier und singe und bin noch super Inge. Das hast du jetzt aber in die Länge geschoben. Nur weil wir die ganze Zeit ausprobiert haben. Das ist ja schon wieder so fucking cool. Michael. I have a key. I have a key. So, wir können auf jeden Fall da nach unten. Er steht da, glaube ich, auch. Nein, tut er nicht. Ein kleiner Schritt für einen Zwerg. Ich frage mich, warum es in diesen einen Raum geräuchert hat. Geräuchert.
Ein Traum für ein Beutel. Was habe ich denn hier? Wer hat an der Uhr gedreht? Das bekommt der Maike aber so richtig schön über den Kopf gezogen. So richtig schön. Einfach mal Bams. Ich meine, ich finde das Spiel ja witzig mit den Mikrofonen, dass er auf unsere Stimmen und sowas reagiert, aber die sollte auch funktionieren, ne? Ja, na klar, unter den großen Tisch können wir uns natürlich nicht verstecken. Aber unter den kleinen. Aber was Mächtiges in der Hand. Thomas! Du Nase, vielen Dank für die 500 Bits, Mensch. Hallo, Ratti. Gut, wir müssen auf jeden Fall was mit den... Ich hier irgendwo diesen ganz großen... Ich hier eine ganz große. Ja, ja, doch, hab ich. This luggage by the door. Someone was in a hurry to leave. I wonder why. It all looks so old. Gives me the heebie-jeebies. I just want to go. Mir fehlt noch eins. Er hat auf jeden Fall gerade gespeichert. Erfassung hätte man nicht schon angeknabbert. Definitiv ja. Aber ich glaube, der ist hier noch gar nicht. Der muss noch kommen. Boah, ich habe das auch viel zu hell gemacht, das Spiel. So, mir fehlt noch eine gewisse Leuchte. Ich glaube, ich sehe die da hinten. Hallo? Oh. Hier da hinten ist auf. The door's locked. It can't open. Hör auf zu jammern. Ach, scheiß drauf. Ich glaube, da brennt der Maike gerade ein bisschen. Lass ihn gut durchschweren. Ja, die Tür zu! Und gerade. Hallo? Danke! Gleich geht's los. Sicherungskamera, ja, Sicherheitskamera. War oben irgendwas?
Oh, ich dachte, Michael kommt gerade, aber das ist das Tonbandgerät. Doktor Grayson. It's all places. Well, it's not as simple as that. Taking into account the sacrifices that must be made, there's something else. If I'm correct, one of the inscriptions on the tablet says that the Elder asks for, in return of eternal youth, a young, fresh person, a pure soul, a child. And it feels more intense. And that's what he needs on. Muss auf jeden Fall was mit der Uhr machen. Aber vielleicht muss ich... Mach doch die Dinger hier ab, dann bist du draußen. Gut. Hier komme ich momentan nicht hin. Gut, 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 gut. Dann schauen wir uns weiter bei der Uhr um. Oder muss ich ihn da hinten erwecken? Wetten, wenn ich weiter an Michaels brennender Leiche rumfummel, dass er dann aufersteht? Lass mir nicht weismachen, dass die hier irgendwie funktionstüchtig ist. Über eine andere Uhrzeit. Ich gehe gleich Michael befummeln. Hier ist nicht. Ich gehe nochmal kurz nach oben. Boah, der ging aber auch schnell. Geil. Ah, guck mal, da drüben ist noch was. Sind auf dem Boden. Hast du eine 15 auf dem Boden gesehen? Der Uhr, echt? Seht ihr, ihr seid meine Augen. Tatsache. Ich habe das Spiel aber auch ganz schön hell bei mir gemacht. 15. Nice gesehen und ich bin auch sehr schnell unterwegs. Ja, Beutelchen, siehst du mal, alle gucken außer du. Wäre eigentlich schon längst da. Mit meinem Gesappel die ganze Zeit. Oh, ist das eine Jammerbacke. Bleib doch mal locker, ey.
Gestorben bist du noch nicht. Doch, paar Mal schon, aber das weißt du nicht. The door's locked. Ich kann an der Uhr nichts machen. Sonst hätte ich die schon längst umgestellt. Ja, wisst ihr, ich gucke halt nur horizontal und nicht nach unten. Wie gesagt, die Uhr kann ich nicht einstellen. Vielleicht muss ich da oben hin, sonst das wäre nämlich ein bisschen merkwürdig. Kann auch sein, dass ich erstmal Maike irgendwie erwecken muss. Wartet. Ne, unsichtbare Wand. Gut, ich gehe mal zu Michael. Was zum Henker? Der Schlawiner, der einfach rum und futtert irgendwas. Lightning and monsters and rats, oh my. Hör auf zu jammern, ey. Hakuna Matata. Wie hübsch. Es ist Britta. Ich glaube, weil ich so weit vom Mikrofon weg sitze. Ah, der will nur spielen. Hallo? Der hat gerade reagiert. Der mag meine Stimme nicht. Soll ich dir was vorsingen? Zwinge. Ich glaube, das war so wie gestern. Das Geflüster, das hört er nicht. Aber wenn ich ein bisschen lauter werde, das registriert er irgendwie. Bisschen verbrannt aus. Verbrannt aus. Der sieht ganz schön verbrannt aus, ne? Der will geküsst werden, nicht von mir. Warten wir die 120.
Warten wollen, danke. Und ihr gerne übernehmen? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Hat echt keinen Bock auf mich. Bin ich leicht traurig? Küchenschlüssel. Wisst ihr, woran ich das jetzt erkannt habe, dass wir richtig sind? Es hat Klack gemacht. Hallo? Maike? Warum hört er nicht? Wie laut muss ich reden? Wie laut war ich gestern? Güni, hör auf, mich an Maike zu verkaufen. Maike? Ich weiß, gestern hat er besser reagiert. Mensch, die Hose sitzt. Fenster zu und schrei. Ich bin eigentlich. Das Fenster ist immer zu, wenn ich aufnehme oder streame. Muss ich das Mikrofon wieder ein bisschen weiter an meinen. Aber ich glaube, daran liegt es nicht, ne? Oder vielleicht doch. Aber dann kann ich nicht gestreckt. Da sieht mich die Facecam nicht. Ich muss es seitlich an dran machen. Wenn es weh tut. Frei. Hä? Hat er gerade mitbekommen? Hä? Ein Tokyo Hotel Fan oder wie? Fuck. Seems the lightning can't get in here. I'm fine. Fuck die fuck. Ach, schade. Thank you.
Just beat it, dü. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Gestern hat es besser funktioniert. Besser. Hallo, Mikro. Mikro funktioniert aber. Mich nicht, was los ist. Der hat heute keine Lust, ja, das glaube ich auch. Er hat bestimmt Ostereier im Ohr. Ja, das glaube ich auch. Steht er gerade vor der Tür oder bin ich diejenige, die so atmet? Wollte ich in ihr Versteck? Yep. Fleisch. What is this place? How can anyone even live here? Was ist das denn? Mein Zuhause. Oh ja, wenn er jetzt entgegenkommt oder gekommen wäre. Was für einen Schlüssel habe ich eigentlich in der Hand? Geht nicht unten weiter. Ein Schlüssel mit Schild, was für eine Frage. Danke, Günni. Aha. Hallo. Aha.
Aha. Hm. Das A presst ihn ein bisschen. Also er reagiert noch drauf. Bin anscheinend warten jetzt. Bin anscheinend nicht in der Höhe. Ich muss richtig schreien, damit er wirklich kommt. Und mit ach. Kann ich die richtige Frequenz so haben? Er rennt zu meinen Vorräten. Well, this is not a thrilling experience. Fire! No, no, I need to get out of here. Es brennt, es liegt Feuer, Michael. Ach. Nee, doch nicht. Reagiert ja. Ich kapier's nicht. Das hat's funktioniert, einwandfrei. Angerannt. Oh, ich dachte gerade, ich würde drauf gehen. Kali und ihr Mimimi, also meinst du das hier? Ich verstehe. Ich dachte gerade, ich würde echt drauf gehen. Chapter. Oh. Oh. Zwo. Zwo. Ja, alles klar. Maike macht Party ohne uns. Ja, genau, aber im Spiel. Und lauter. Gleich so kalt im Haus, deshalb ein kleines Feuerchen. Ich hab einen Hebel und eine Ratte ertränkt sich selbst. Ich kann auf jeden Fall. Oh, guck mal, Wasser und Strom. Nicer Dicer. Eine Figur habe ich bei Chapter One. Ja, ups. Guck mal, da ist sie doch.
gerade. Ich dachte, ich wäre jetzt dran. So richtig dran? Ah! Nee, der reagiert immer noch nicht drauf. Gibt's das Game auch als Trump-Version? Bestimmt klasse. Fake News. Nö. Piper, ey. I wonder if anyone else is here. Or anything else. Mike, hast du eine Karte? Ich hab mich verschluckt. Jetzt hat er auf jeden kleinsten Pupsi reagiert. Hier. Warte, hier. Hier. Put, 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 put. Alles klar, Güni, dann vielen Dank fürs Vorbeischauen. Dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich komme hier echt nicht weiter. Is that blood? It can't be. Das hört nicht. Ah ja, ja, jetzt gehen wir zu ja, der Fährmann.
Jetzt fahren wir über den See. Da schüttet der mich, weil ich die ganze Zeit dumm hinter ihnen singe. Entschuldigung. Haben Sie auch ein paar Cracker hier? Ich hoffe, ich habe das nicht mehr hinter mir. Was ist denn das für ein Auge? Oh, ist ganz schön mietig bei mir. Wirklich ganz schön mietig. Ja. Hallo. Das geht. Nicht viel, oder? Was, wir sind schon da? Will ich hier nicht aufsteigen? What was that? I think I'm hearing things. Du hast was gehört, das ist das Vieh vor dir, du Dumpfbacke, ey. Spreewaldtour, ja. Osch, nicht, schmutz. Ich glaube, der redet gerade. Hast du einen Stock für... steht. Ja, bist ein ganz feiner. Nicht. Gerade eben hat er mich absolut gar nicht gesehen. Jetzt sieht er mich auf einmal.
That's weird. It's already 11 o'clock. Miau. Wir hatten da Schmerzen. Er hat Angst vor Katzen. Jetzt wird gespeichert. Er hockt wie auf dem Klo. Ach, cool. Hi. Sieht ja aus wie bei René in der Küche. Gut, wenn es jetzt hier um Beschwörungen geht, ich bin weg. Hallo, Michael. Du hast recht. Entschuldigung, ich habe das Gefühl, dass er bei manchen Dingern aufreagiert und bei anderen wiederum gar nicht. Von der Spracherkennung. Ah, nimmt er sehr gerne immer. Ich habe die ganze Zeit nicht geredet. Ich
weiß nämlich nicht, wo er ist und ob er wirklich drauf reagiert. Also wie gesagt, bei manchen Dingern, da reagiert er drauf. Und wenn ich ganz normal rede... Da geht ja gar nicht drauf. Na, eigentlich sollen wir einfach nur vor den Iowoki. I should watch my step here. I might fall down. Fliehen. Aber irgendwie funktioniert die Spracherkennung auch gerade nicht. No. Is that blood? Nein. It can't be. Absolut gar kein Blut. Junge. Patsche. Können wir Maike nicht auch rufen? Maike, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Wart, wo muss ich denn jetzt hier hin? Mensch, zu Tode gebadet, ne? Wo muss ich denn jetzt hin? What was that? I think I'm hearing things. Du auch immer hörst, Kollege. Das ist meine Stimme. Ich komme hier gerade absolut nicht weiter, ne? Ich hüpfe hier gerade überall gegen eine Eiferwand. Komme ich nicht hin? So. Ich komme nicht weiter. Nein, bitte nicht zum Licht gehen, bleib bei uns. Habe ich auch über eine Eiferwand? Komme ich gar nicht hin.
Hier ist nichts. Das Licht am Fetzen hier? Ich komme. Hier laufe ich gerade gegen eine Alpha-Wand. Da komme ich gar nicht hin. Gehe ich nochmal kurz nach oben. Na komm, hoch. Nee, das an der Wand. Oh Gott. Leute, guckt aus dem Fenster, da ist was ganz Tolles. Wirklich ganz toll. Danke dir, Multi. Was sind das für Geräusche? Ach, herrje. Oh. Sonst so. Die
can't open. Ich muss anscheinend jetzt einen Schlüssel suchen in diesem Labyrinth. Oh. Thomas, einfach nur tot. Wobei, dann zählt ihr das wenigstens nicht mit, ne? Und ja, das Gute ist, ihr zählt nicht alle Tode mit, ne? Verdammt. Nächstes Mal sage ich das nicht. Und eigentlich, wenn man das so sieht, bin ich schon mal gestorben. Also, drösch mir das Ding einfach mal nach oben. Ah, schön. Mal gucken, kann ich auch machen. Wollt ihr wissen, wie oft ich gestorben bin? So oft. Wie oft habe ich denn das hier gemacht? 6 Mal, das geht ja gar nicht. Und wie viel Leben gerettet? 5. Ja, ist ja kläglich. Sieht sie mal. Hi, Silver. Jetzt rennt er da die ganze Zeit rum. Ja, mitbekommen. Ach du meine Güte. Oh, Entschuldigung. Wie unhöflich. Also ich kann mich da kein bisschen verstecken. Rechne ich eben meine Tode selbst so. Ostern wieder auferstehen, passt schon. Das Monster wird aber garantiert keine Probleme beim Zähneputzen haben, soweit wie er seine Beißerchen auseinander machen kann. Oh ja.
ganz viel wuschig. Hallo. Ich brauch mal echt so eine Schallschutzdinger. Halt. Schall und ach. Da reagiert er ziemlich gut drauf. Okay, hallo. Hat er gerade reagiert. Ja, ich glaube, ich muss ein paar Oktaven höher. Leute, ich knapp mal kurz was. Maike rennt jetzt gerade von links nach rechts. Genießt es? Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich hoffe, es tut mir leid, dass ich gerade knister. Ich kann mich auch einfach für euch muten. Wartet mal kurz. Ich mach mal kurz einen Snack zwischendurch. Wieder hin und her rennt. Entschuldigung. I miss home. Jetzt ist er weg. I just want to go back. Ich glaube, ich muss einen Keks essen, um an den irgendwie gerade vorbeizukommen. Er war die ganze Zeit nicht da. Jetzt ist er da. Wie soll ich an dem da vorbeikommen? Gönn dir Dark. Juckt mir die Nase. YOLO!
Ich verstehe es nicht. Wie ein Kind, das gerade sturmfreie Bude hat. Leichtes Kratzen im Hals, ich werd alt. Das hat man jetzt gerade nicht gehört. Er kommt wieder. Alter, wie soll ich denn das machen, wenn er ständig da ist? Hier. Hi, Mickey. Muss ich vielleicht einen Schlüssel suchen? Ich gehe jetzt mal hier lang. Ja, die Haare schön, definitiv ja. Und ich habe mich gerade elendlich verlaufen. Kommt auf jeden Fall von links. Wie soll ich denn das machen, da links, wenn er wirklich die ganze Zeit nur da hockt? Ab
hab einen Checkpoint. Ich weiß, ich habe da eine Figur vergessen. Boah. Hat er einen Schlüssel? Wer hat eigentlich einen Schlüssel? Ja, war eine Figur. Habe ich dann auch gesehen, aber der war hinter mir. Also egal. Lass es dir schmecken. Meinst du das als Schlüsselbeutel? Doofnuss, ist eine Gabel. Ach naja, die war so zum Anknappern. Ratatouille gibt's nicht mehr, liebe Kinder. Ich gieße mir mal kurz Cola ein. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Und sonst so, meine Lieben, alles fit. War die Lampe. Österchen, ja. Rauch das gute Stück und dann können wir los. Die arme Ratte. Ich feiere Ostern nicht. Also habe ich nichts gesucht, also ganz gechillt heute eigentlich. Ich suche doch nicht nur, weil ich Schokolade haben möchte. Jeder geht nur auf Suche, wenn es Fleisch gibt. Ja, so sieht's aus.
Der hat mich gerade erwischt. Hallo? Das Vieh hat mich gerade noch erwischt. Nicht ein Ernst. Was war denn das für ein Bug? Wir waren gerade beim Ende. Ist so hässlich, ey. Da kommt er wieder. Hässlich. Am Ende, ey. Am Ende. Jetzt geht er davon und frisst sie. Ja. Nee, wir waren am Ende. Der hat ja die Filmsequenz gefasst. Aber dann kam der Bug, wo er mich dann doch geholt hat. Hallo? Hat er es jetzt gehört? Hallo? Ich bin tot. Genau wie ich heute früh auf dem Klo. Alter, ist aber jetzt auch Angst? Hast du nicht gemacht? Rate wohin? Ja, du gehst jetzt wieder in die. Schieb ihn die Ratte irgendwo hin. Jetzt aber auch die ganze Zeit in die Richtung latscht, wo ich hin muss. Alles klar, Beute. Wir waren am Ende. Wir waren wunderschön am Ende. Jetzt hockt er genau da, wo wir hin müssen.
Der Sterbesimulator 3.0. Leute, ihr lässt nach, wirklich. Muss ich jetzt meine eigenen Tode hier zählen? Diesmal hat er mich nicht bekommen. Geht doch einfach. Die Amis schießen sofort. Was sind das für Amis? Wir haben's, Leute. Ich konnte nicht entkommen. Ich glaube, das Ende soll so sein. Hui.
Sehr schön. Wir haben's. Hallo? Oh, ich hab gekleckert mit Keks. Ui. Hallo, du kannst vorspulen und so. Ich drücke jetzt alles. Gut, nee, geht nicht. Gut. Das waren bestimmt keine. Gut, dann bedanke ich mich bei YouTube fürs Zusehen. Das Dings ist jetzt vorbei. Mal gucken, ob wir noch was bekommen. Nein. Dann YouTube. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.